Hat Apple wirklich den Starttermin des iPhone 12 in einer geheimen Botschaft verraten? Warum ist Spotify auf einmal so sauer auf Apple? Und Facebook und Ray-Ban arbeiten zusammen an einer neuen AR-Brille. Und für Harry Potter-Fans habe ich auch noch eine richtig coole Neuigkeit. Mehr dazu gleich in den News. Hi Leute und herzlich willkommen zu den Tech News der Woche. Bevor es losgeht, will ich euch noch kurz auf ein Tarifangebot von Mobilcom Debitel aufmerksam machen. Die unterstützen diese Folge nämlich und dort gibt es zurzeit den Green LTE Tarif mit 20 GB Datenvolumen für nur 16,99 Euro im Monat, natürlich monatlich kündbar. Wenn es euch interessiert, checkt mal den Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das Angebot nochmal ganz in Ruhe anschauen. Über die neuen Apple Watch und iPad Modelle will ich jetzt hier gar nicht so viel erzählen, da habe ich auch schon ein eigenes Video zu gemacht. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann klickt mal hier oben in die Infokarte, da erfahrt ihr dann mehr darüber. Neue iPhones wurden ja leider nicht vorgestellt, aber manche glauben, dass Apple in der Keynote bereits das Release-Datum verraten hat. Angeblich soll das iPhone 12 am 30. September vorgestellt werden. In einem Video der Keynote erstellt ein Schüler auf seinem neuen iPad mit dem Apple Pencil ein neues Event und zwar für den 30. September. Später schreibt er auch nochmal schriftlich auf sein iPad Frist bis zum 30. September und deshalb glauben manche, dass Apple etwas für diesen Tag geplant haben könnte und eine Geheimbotschaft für die Fans platziert hat. Ja, wäre schon cool, aber leider spricht einiges dagegen. So notiert sich der Schüler den 30.09. als Ganztagstermin. Bei einer Keynote wäre ja sehr wahrscheinlich eine Uhrzeit mit dabei. Außerdem, 2 Wochen zwischen Apple Keynotes wären nicht nur ungewöhnlich kurz, sondern eher unmöglich. Warum sollte Apple Produkte schon wieder in 2 Wochen vorstellen, die ja auch ohne Probleme noch in die recht kurze Keynote am Dienstag gepasst hätten? Da passt irgendwas nicht. Die iPhones, so hatte Apples Finanzchef Ende Juli schon gesagt, kommen in diesem Jahr einige Wochen später. Ja, und nicht nur 14 Tage. Wahrscheinlicher ist dann doch eher eine Apple Keynote gegen Mitte bis Ende Oktober. Ich glaube, bei dem 30.09. handelt es sich einfach nur um einen willkürlich gewählten Termin. Wenn überhaupt, könnte ich mir schon eher vorstellen, dass Apple vielleicht an diesem Tag den Termin für die Keynote im Oktober bekannt gibt. Aber auch das ist eher unwahrscheinlich. Tja, also iPhones gab es zwar nicht, dafür könnt ihr seit Mittwochabend iOS 14, WatchOS 7, iPad OS 14 und tvOS 14 herunterladen. Ich persönlich habe mich schon echt auf iOS 14 gefreut. Ich finde die neue Widgets-Ansicht und die App-Mediathek echt mega cool. Ja, ich weiß, das gibt es natürlich auch schon für Android, jetzt eben aber auch für iOS-Geräte. Selbst wenn ihr noch ein recht altes iPhone nutzt, könnt ihr iOS 14 darauf installieren. Laut Apple ist das neue Betriebssystem mit allen iPhones bis zum iPhone SE der ersten Generation kompatibel. Kleiner Tipp noch, vor dem Update unbedingt ein Backup machen und das iPhone schön am Ladegerät hängen lassen. Das zieht nämlich ganz schön Akku. Auch auf WatchOS 7 habe ich mich persönlich schon echt gefreut. Die Uhr läuft jetzt mega flüssig und vor allem gibt es wieder jede Menge neue Watchfaces. Bleiben wir auch nochmal kurz beim Thema. Auf der Keynote am Dienstag hat Apple nämlich einen neuen Service namens Apple One vorgestellt. Das bündelt Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade und iCloud. Zusammen ist Apple One deutlich günstiger als die Einzelabos. Als Einzelperson zahlt ihr zum Beispiel nur 15 Euro im Monat. Ihr spart also so zwischen 6 und 8 Euro gegenüber den Einzelabo-Preisen. Übers Jahr gesehen läppert sich das schon und das freut natürlich Nutzer und ärgert die Konkurrenz. Vor allem Spotify findet das neue Angebot von Apple so richtig doof und hat auch schon kurz nach der Keynote protestiert. Apple nutze angeblich seine marktbeherrschende Stellung aus, um Wettbewerber zu benachteiligen. Deswegen hat Spotify die Wettbewerbsbehörden dazu aufgerufen, den Fall zu prüfen. Sie sprechen sogar davon, dass Apple die kollektive Freiheit bedrohe. Ich meine, ist ja klar, dass Spotify das jetzt nicht so geil findet. Vor Apple One waren Apple Music und Spotify quasi Konkurrenten auf Augenhöhe, zumindest was den Preis angeht. Bei beiden Anbietern hat das Monatsabo nämlich 9,99 Euro im Monat gekostet. Ja, und jetzt bekommt man für 15 Euro im Monat, also nur 5 Euro mehr, bei Apple One deutlich mehr geboten. Das lohnt sich dann schon. Ich bin mal gespannt, wie sich der Streit zwischen Apple und Spotify noch weiterentwickelt. Jetzt aber genug von Apple. Facebook will VR aus der Nische holen und zwar mit einer deutlich günstigeren Oculus-Brille. $299 wird die Oculus Quest 2 kosten. $100 weniger als der Vorgänger. Wer übrigens mal Dennis beim Rumpampeln in Beat Saber sehen will, Link in der Infokarte.
Tja, trotz des günstigen Preises kommt die Quest 2 mit deutlich besseren Specs als der Vorgänger, zum Beispiel einer 50%igen höheren Auflösung, fast 2K pro Auge. Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht, vorerst wird es die Quest 2 nicht in Deutschland geben, denn Facebook hat den Verkauf von VR-Brillen bei uns gestoppt. Grund dafür sind wohl Datenschutzprobleme, denn die VR-Headsets sollen ab 2023 nur noch gekoppelt mit einem Facebook-Account verwendet werden können. Wäre irgendwie schon fies, also mal sehen, wie das am Ende bei uns rauskommt. Und noch eine coole Ankündigung, Facebook will zusammen mit Ray-Ban eine AR-Brille entwickeln, also wie damals bei Google Glasses eine Brille mit durchsichtigen Gläsern, die euch Zusatzinfos in euer Sichtfeld einblendet. Das Projekt hat den Codenamen Aria, viele Infos gab es dazu allerdings noch nicht. Die Brille soll allerdings kein Extra-Display haben, also so ähnlich wie die Spectaculous-Brille von Snapchat, und soll aussehen wie das klassische Wayfarer-Modell von Ray-Ban, also dieses Modell mit den etwas breiteren Bügeln. Als Anwendungsbeispiele nannte Mark Zuckerberg Einblendung von Wegbeschreibungen, Musikempfehlungen in einem Plattenladen oder Hinweise, wo die verlorenen Schlüssel zu finden sind. Was haltet ihr von solchen AR-Brillen? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Oh Mann, als ich das bei der PlayStation Keynote am Mittwoch gesehen habe, habe ich direkt Gänsehaut bekommen. Aber schaut mal selbst. Now it is time to add your own story to these hallowed walls. And quite possibly shape the future of the wizarding world. Richtig, 2021 wird es ein neues Harry Potter Spiel geben, zumindest eins, was im Harry Potter Universum stattfindet, und es sieht mega aus. Zeitlich spielt es deutlich vor der Harry Potter Reihe, im späten 19. Jahrhundert, um genau zu sein. Das Spiel soll unter anderem für die nächste Konsolengeneration herauskommen, und auch wenn man vom Spielkonzept und der Story eigentlich noch nichts bzw. nur sehr wenig weiß, bin ich ganz ehrlich, mir hat auch schon der Trailer und die Musik gereicht, um richtig hyped zu sein. Hoffentlich wird es so gut, wie es aussieht. Im Rahmen der Keynote hat Sony auch weitere Infos zur PS5 verraten. Die PS5-Konsole mit Laufwerk wird 499 € kosten, die ohne Laufwerk 100 € weniger, also 399. In Europa soll die Konsole übrigens am 19. November erscheinen. In den USA, Japan und auch noch in ein paar anderen Ländern wird die PS5 allerdings schon eine Woche früher erscheinen. Schon ein bisschen gemein. Das war's mit den News der Woche. Kommen wir nun zum Tipp der Woche. Also jetzt mal ganz ehrlich, würdet ihr von euch selbst behaupten, dass ihr Social Media süchtig seid? Ich sag mal so, wenn selbst die Erfinder und ranghohe Mitarbeiter von Unternehmen wie Google, Facebook oder Twitter vor der Wirkung von sozialen Medien waren, dann haben wir wahrscheinlich wirklich ein echtes Problem. Ist ja nicht so, als ob wir 2020 keine anderen Sorgen hätten. Jetzt eben noch Social Media. Mega. Aber jetzt mal Spaß beiseite, das Thema ist nämlich durchaus ernst. In der neuen Netflix-Dokumentation Das Dilemma mit den sozialen Netzwerken geht es um die gefährlichen Auswirkungen der sozialen Medien auf den Menschen. Als ich davon gehört habe, dachte ich erst, okay, betrifft mich eh nicht, ich habe mein Social Media Life komplett unter Kontrolle. Aber nachdem ich den Film gesehen habe, muss ich, glaube ich, meine Aussage nochmal etwas überdenken. Die Kernaussage: Social Media macht süchtig und wir werden von Algorithmen manipuliert. Soziale Netzwerke werden sogar mehrfach als größte existenzielle Bedrohung der Menschheit bezeichnet. Der Film geht rund 1,5 Stunden und ist echt sehenswert, vor allem dann, wenn ihr euch recht häufig mal auf Facebook, Twitter, Instagram, TikTok und Co. aufhaltet. Wenn ihr Netflix habt, schaut auf jeden Fall mal rein, das lohnt sich. Das war's für heute. Tut mir leid, dass die Sendung heute ein bisschen Apple-lastig war. Nächste Woche geht's dann ein bisschen vielfältiger weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ruhig einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden. Macht's gut, bis zum nächsten Video.